So, meine Damen und Herren, guten Abend. Sie sehen etwas schummrige Beleuchtung. Es ist abends hier, sonntags. Ich versuche mal ein bisschen was zu sagen. Ich lag ja ein paar Tage im Bett mit einer heftigen Bronchitis. Trinke jetzt mal noch ein bisschen Tee und auf dieser Tasse steht also viel Glück drauf, wenn man diesen Tee hier eben trinkt. Das ist schon der Hammer, wenn nichts so richtig vorangeht. Am Dienstag musste ich dann den Arbeitsplatz verlassen und habe dann erstmal gehustet. 12 bis 14 Stunden ohne Pause und da hat sich auch nichts gelöst in der Lunge. Ich will jetzt keinen Vortrag über meine Lunge und über meine Bronchien halten, aber das ist schon heftig. Sie werden richtig rausgeschmissen. Ich guck mal hier zu meinem Terminkalender rüber. Da ging dann die ganze Woche nichts mehr. Heute war der erste Tag, wo ich wieder einigermaßen hochgekommen bin. Die Schwäche steckte mir noch in den Knochen drin. Und wir waren dann aber in Stuttgart-Egerloch mit Verwandtschaft zu fünf, etwa gleichen Alters. Und die anderen wussten ungefähr mich einzuschätzen. Auch die Kräfte, die jetzt durch diese Bronchitis eben reduziert waren, auf 50 oder 40% oder weniger. Sodass man dort oben aber im Osten, wo dieser schöne Wald ist, und da ist ja oben der Fernsehturm, ich weiß nicht, ob Sie sich da auskennen, und dann südlich davon schöne Gegend mit verschiedenen Sportvereinen, und wir sind dann auch noch eingekehrt. Haus des Waldes, da waren wir neulich schon, darüber habe ich berichtet, und man hat sich gut unterhalten, und dann sind wir eingekehrt in diesem Lokal der Stuttgarter Kickers, ne? Und da war voll, und wir haben dort gut gegessen. Gut, ich habe das gezahlt, freiwillig. Ne? Ich habe gedacht, aus Dankbarkeit, wenn ich einigermaßen laufen kann, ohne zu husten. Im Moment muss ich auch nicht husten. Nach knapp 2 Minuten, dass ich dann noch ruhig mal 100er hinstrecken kann. Ja, jetzt sind wir wieder daheim. Ich muss mal sehen, ob das morgen dann geht. Nach Böbling und wie es dann weitergeht in diese Woche. Es gibt ja auch politische Verpflichtungen. Sie wissen, ich bin Mitglied in einer Partei. Ich habe eben noch eine Krankenmeldung bekommen von einem, der sehr viel tut in unserer Partei. Ich lasse mal den Namen weg, aber da müssen die anderen, die noch einigermaßen fit sind, natürlich auch ein bisschen zusammenrücken. Das ist das Prinzip Solidarität, weil wir haben eine wichtige Aufgabe und ein wichtiges Ziel und das müssen wir dann natürlich versuchen weiterzumachen. Wo ich gern hingehe, ist in die Fraktionssitzung der Kreistagsfraktion in Böblingen und auch zur Kreisvorstandssitzung. Dann ist ja der Europakongress am Freitag und am Samstag ein kommunalpolitischer Arbeitskreis, auch in Böblingen. Ja, muss man sehen, was möglich ist. Und so weiter. Es kommen ein Parteitag der Landeslinken Ende November und so weiter. Also mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Ich wünsche Ihnen die beste Gesundheit, dass Sie nicht so viel husten müssen. Ich habe es jetzt ohne Husten überstanden. Jetzt schalte ich aus und huste mal und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Tatort aus Stuttgart. Tschüss.